Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Webkonferenz. Mein Name ist Klaus Karwart. Ich bin der Vorsitzende von Monetative e.V. Ich darf heute sehr herzlich begrüßen Frau Katharina Pistor aus New York. Herzlich willkommen. Ich sage ein paar Worte zu Frau Professor Pistor. Sie hat in Freiburg, London, Harvard studiert, dann in München promoviert in Rechtswissenschaften. Heute ist sie Professorin an der Columbia Law School in New York. Sie hat aber auch schon an der Kennedy School of Governance in Harvard gearbeitet, am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Recht in Hamburg. Und sie hat oder hatte Gastprofessuren in Frankfurt, Oxford, Tel Aviv, in Amsterdam und kürzlich auch die Ehrendoktorwürde in Rotterdam verliehen bekommen. Sie haben, und so sind wir auf Sie gestoßen, ein Buch geschrieben, das hat den Titel Der Code des Kapitals, ist in Deutschland im Surkamp Verlag erschienen, auch vielfach besprochen, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft. Und da ist natürlich sehr interessant, was spielt da das Geld für eine Rolle? Wir sagen ja immer, Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, also auch bei der Finanzkrise 2007, 2008, wo sich dann diese Maßnahmen zu diesen Rettungskonzepten angeschaut haben, die kamen vielfach gar nicht mehr aus den Ministerien, sondern von großen Anwaltskanzleien. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht und ich hoffe, über die Zusammenhänge werde ich heute Abend mehr lernen. Ich erteile Ihnen gerne das Wort hier, Frau Professor Pistor. Ganz herzlichen Dank für die nette Einleitung und dafür, dass ich heute hier bei Ihnen sprechen darf. Ich werde mal kurz mein Screen sharen, weil ich ein paar PowerPoints habe, die vielleicht helfen werden, die Argumente etwas zu verdeutlichen. Ich gehe jetzt hier in den Fullscreen-Mode. Sie sehen hier auch in der rechten oberen Ecke Bild von dem Buch, das Sie gerade genannt hatten, Der Code des Kapitals bei Surkamp letzten November erschienen, auf Englisch schon vor 2 Jahren erschienen. Ich werde auf dieses Buch Bezug nehmen. Ich werde auch ein paar andere Arbeiten, insbesondere eine Arbeit, die ich The Legal Theory of Finance, die rechtliche Theorie des Finanzwesens genannt habe, Bezug nehmen in meinem Vortrag. Die drei wesentlichen Aspekte, die ich mir heute Abend mit Ihnen besprechen möchte, ist einmal einfach die zwei Seiten des Geldes zu besprechen. Geld als staatliches und auch als privates Gut oder es gibt staatliches und privates Geld. Dann die rechtlichen Grundlagen der privaten Geldschöpfung und dann aber auch das Verhältnis zwischen der Geldexpansion, vor allem durch die private Geldschöpfung, und den Finanzkrisen, die wir auch immer wieder gesehen haben im Laufe der Geschichte und wie die Finanzkrisen dann auch gelöst werden, aber was sie auch bedeuten für die Strukturen unseres Geld- und Finanzwesens. Die zwei Seiten der Medaille, es gibt eine ganze Breite, glaube ich, inzwischen ökonomische Sichtweise, die Geld bezeichnet als hybrides System, ist also nicht unbedingt einfach nur staatlich nach der statalistischen Schule oder auch nicht nur private Schöpfung nach der österreichischen Schule, sondern ist letztendlich hybrid. Es gibt staatliches Geld, das ist das gesetzlich verordnete Zahlungsmittel, mit dem man aber auch eben alle seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Staat leisten kann und muss. Aber es wird auch festgelegt, dass dieses ein Zahlungsmittel ist, das Private auch anerkennen müssen in den modernen Geldsystemen. Aber privates Geld gibt es auch, weil eben oft, das wissen Sie ja auch alle, dass das Geld, das im Umlauf ist, das wir alle tagtäglich benutzen, ist zum allergrößten Teil privates Geld. Das sind Zahlungsversprechen, die allerdings als Geldmittel nur funktionieren. Das ist mein Argument, wenn sie rechtlich abgesichert sind. Das sind Zahlungsversprechen gegenüber Dritten, die transferierbar sind und rechtlich durchsetzbar sind. Dieses hybride, zweiseitige Geldsystem ist historisch gewachsen. Mein Kollege Perry Mehrling, der lange an der Columbia am Barnard College gelehrt hat, jetzt in Boston ist, der spricht von Essential Hybridity. Es ist also essentiell, oder die gehören zusammen. Ich denke, darüber kann man diskutieren, ob das essentiell ist, aber es ist sicherlich eine richtige Beschreibung des Geldsystems, das wir heute haben.
Was sind die rechtlichen Grundlagen dieses Geldsystems? Es geht natürlich um Zahlungsversprechen, und die können informell sein. Ich kann auch informell versprechen, dass ich eine Zahlung leiste, aber es ist ein durchsetzbarer Anspruch und damit auch wirklich ein werterhaltener durchsetzbarer Anspruch, nur wenn er rechtlich durchsetzbar ist. Und das ist, was ich mit formellem rechtlichen Kodierung letztendlich meine. Die Tatsache, dass Zahlungsversprechen transferierbar sind, kann man auch nicht einfach nur unterstellen, sondern da kann man auch in die Geschichte zurückgehen und fragen, seit wann ist es denn eigentlich möglich? Seit wann ist es möglich, rechtlich durchsetzbare Zahlungsversprechen zu machen, die transferierbar sind? Und es gibt von den Dokumenten her Urkunden aus dem 12. Jahrhundert aus Genua, insbesondere in Norditalien. Das ist ja eines der Ursprungsländer auch für unsere privaten Geldsysteme insbesondere, wo jemand nicht nur eine Zahlung versprochen hat, sondern auch gesagt hat, die Zahlung geht an mich oder an meinen Vertreter. Und das war nicht unbedingt rechtlich durchsetzbar, aber lange einfach die Auffassung galt, dass Zahlungsversprechen Versprechen zwischen zwei Personen sind, die sich auch ausgesucht haben, gegenseitig ausgesucht haben. Zwar nicht nur, dass der Schuldner einfach irgendwann einfach seine Schulden abtreten kann, das ist ja auch heute nicht unbegrenzt möglich, aber dass selbst der Gläubiger nicht sagen kann, du zahlst an jemand anderes. Aber da gibt es eben jetzt die Beweise und Urkunden aus dem 12. Jahrhundert, dass das langsam in Gebrauch kam und dann immer weiter in Gebrauch umgesetzt worden ist, in ganz Europa, nicht nur in Italien. Und die nächste Entwicklung eigentlich von einem einfachen Zahlungsversprechen in ein Instrument auf rechtlichen Steroiden, wie ich das manchmal ganz gerne sage, der Wechsel ist letztlich eine neue Innovation, der sagt, wir machen nicht nur eine Zahlung an mich oder meinen Vertreter, sondern jeder, der das Zahlungsmittel in Empfang nimmt, kann seinen Namen draufsetzen und dadurch haftet er für das Zahlungsversprechen selbst, nicht nur der Schuldner, sondern er selbst auch, aber kann es eben auch selbst als Zahlungsmittel wieder einsetzen. Und der Wechsel hat letztendlich als Grundlage privater Zahlungssysteme in Europa lange funktioniert. Dann stellt sich natürlich die Frage, ist es wirklich ein rein privates Zahlungssystem? Das wird oft behauptet. Es gibt viele, die meinen, das ist eigentlich das Beispiel, das zentrale Beispiel für unsere Lex Mercatoria, also ein Handelsrecht, das außerhalb und ohne Staat bestanden hat und bestehen kann. Es hat aber auch in der jüngeren rechtshistorischen Forschung daran zunehmend Zweifel gegeben, was die Lex Mercatoria wirklich ist und wie sie auch letztendlich an staatliche Stellen angebunden ist oder nicht angebunden ist. Und aus meiner Sicht ist das bessere Argument und die bessere Quellenlage eigentlich bei denen, die sagen, das beruht letztendlich auch auf rechtlicher Durchsetzbarkeit. Es ist keine reine private Abmachung, sondern die Frage, ob ich meinen Wechsel, wenn ich den Wechsel jetzt innehabe und will den durchsetzen gegen jemanden in einer ganz anderen Stadt, in einem anderen Jurisdiktion, wie kann ich mich denn darauf verlassen, dass ich wirklich an das Geld komme? Das geht eigentlich nur, wenn diese Jurisdiktion ihre eigenen Gerichte dafür verantwortlich macht, diesen Wechsel auch durchzusetzen. Und wenn man sich die Rechtsentwicklung anguckt, dann gab es in der Tat im 16. Jahrhundert in den großen Handelsplätzen in ganz Europa, wurde in einer Stadt nach der anderen ein Statut erlassen, das gesagt hat, wir setzen einen Wechsel unter den und den Bedingungen durch. Es musste also endossiert sein, musste schriftlich sein, mussten bestimmte Mindestanforderungen draufstehen. Aber wenn das so war, dann war er auch sehr rechtlich so durchsetzbar. Und hinzu kommt natürlich, dass in diesen großen Handelsstädten oft die Händler selbst in den Räten saßen und diese Gesetzbarkeit durchgesetzt haben. Also die selbst die Notwendigkeit für eine rechtliche Durchsetzbarkeit erkannt und das verwirklicht haben. Auch das Common Law in England hat eine wesentlich wichtigere Rolle gespielt in der Entwicklung des Wechsels, des Bills of Exchange, als es lange angenommen worden ist. Viele haben lange nach Fallrecht gesucht und letztendlich aber doch gefunden, weil man musste nur einfach in andere Kategorien gucken und da gibt es eine ganze Menge von Analogien, die benutzt worden sind, um den Bill of Exchange, den Wechsel rechtlich durchsetzbar zu machen, auch unter englischem Common Law. Welche Funktion denn spielt denn jetzt hier das Recht? Es hat sowohl eine Ordnungs- und eine Zwangsfunktion. Und hier möchte ich einfach so die Grundbausteine meines Arguments in dem Buch, der Code des Kapitals, Code kurz darlegen.
Ein Wort noch, ich habe hier auch in der Überschrift Codierung mit C geschrieben und tue das auch im Titel meines Buches. Der Grund dafür liegt, dass ich mich abgrenzen möchte von dem Begriff der Kodifizierung, der ja in den Zivilrechtssystemen geläufig ist und meistens eben sowas nennt wie das bürgerliche Gesetzbuch oder das Handelsgesetzbuch. Eine große legislative Kodifikation, eine Zusammenstellung geltenden Rechts. Worum es mir geht, ist die Kodierung als Prozess der rechtlichen Rekombination von verschiedenen Rechtsinstitutionen, vor allem im Bereich des Privatrechts, das den Anwälten und den Mandanten dieser Anwälte eine ganze Menge Gestaltungsfreiheit einräumt und deswegen diese Modulierbarkeit möglich ist und die Innovation der Anwälte letztendlich zu immer neuen Produkten auch und gerade in der Finanzwelt geführt hat. Diese rechtlichen Attribute, die ich identifiziert habe in dem Buch, die Kapital als wertschaffendes und werterhaltendes Gut herstellen, die Funktionalitäten habe ich hier aufgeführt auf diesem Bild. Da geht es vor allem um Priorität, um Beständigkeit, um Universalität und um Konvertierbarkeit. Priorität heißt letztendlich, dass wir Rangordnung aufstellen. Das tut das Recht. Nur so kann es auch dann Konflikte lösen, indem es feststellen kann, irgendjemand hat ein besseres Recht als jemand anderes. Und das Recht kann besser sein, weil es älter ist oder weil andere Attribute festgelegt worden sind in der Rechtsordnung. Aber es ist wichtig, feststellen zu können, wer hat denn das bessere Recht. Eigentum geht meistens Vertrag vor. Besicherte Gläubiger können aus der Konkursmasse ihre Sachen rausholen und gegen die vollstrecken. Unbesicherte Gläubiger kriegen immer nur das, was übrig bleibt. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die Priorität funktioniert. Unter Beständigkeit, damit meine ich zwei Aspekte. Eins ist die Zeit, die Möglichkeit, Güter zusammenzuhalten und zu schützen über einen langen Zeitraum hinweg. Das tun Rechtsfiguren wie zum Beispiel die Korporation, eine Gesellschaft, eine juristische Person, die ja unbegrenzt lebensfähig ist. Wir sterben alle einen natürlichen Tod, aber diese juristischen Personen muss man tatsächlich umbringen, indem man sie in den Konkurs schickt oder indem man sie auflöst. Die sterben nicht natürlich. Zur Beständigkeit gehört aber auch, dass ich einen Drittschutz, und zwar mit Hilfe dieser juristischen Personen, erwirke, indem ich nämlich die Vermögensgüter, die der juristischen Person gehören, von den Vermögensgütern, die mir selbst gehören, trenne. Und damit letztendlich vor den Gläubigern dieser beiden Personen jeweils schützen kann. Meine persönlichen Gläubiger haben keinen direkten Zugriff auf das Vermögen der Gesellschaft und die Gläubiger der Gesellschaft haben keinen direkten Zugriff auf mein persönliches Vermögen. Drittens, und das ist sicher der geläufigste dieser Begriffe, ist Universalität. Recht, wenn es anerkannt wird, wird durchgesetzt, nicht unbedingt nur zwischen den Parteien, die einen Vertrag miteinander geschlossen haben, sondern gegen den Rest der Welt. Erga omnes. Ein Eigentumsrecht ist ein absolutes Recht, so lernen das die Studenten und Studentinnen in Deutschland im ersten Semester, ein absolutes Recht, das gegen den Rest der Welt gilt. Das heißt, jemand, der das Eigentum wegnimmt oder auf ein Stück Land geht, das ihm nicht gehört, der kann von Staatsgewalt davon entfernt werden, selbst wenn er nicht wusste, dass das mir gehörte beispielsweise. Und ich kann die Gerichte dafür mobilisieren, dieses zu tun. Das ist einer der wichtigsten Aspekte der Rechtsordnung. Max Weber hat von der Zentralisierung, der Monopolisierung der staatlichen Zwangsgewalt schon lange gesprochen. Und last but not least ist Konvertierbarkeit. Da durch die Konvertierbarkeit, und damit meine ich nicht nur die Transferierbarkeit, wie ich das vorhin ausgesprochen habe im Hinblick auf das Zahlungsversprechen in Genua. Das ist nur eine reine Transferierbarkeit. Man kann an mich zahlen oder an meinen Vertreter. Konvertierbarkeit meint, ich kann meinen jetzigen Anspruch gegen einen besseren Anspruch eintauschen. Ich habe einen Anspruch gegen eine private Person. Kann ich sie eintauschen gegen einen Anspruch in eine Bank oder in ein anderes Instrument, das sicherer ist? Und letztendlich geht es in Finanzkrisen, das wissen wir alle, darum, meine privat geschöpften Finanzinstrumente in staatliches Geld umzuwandeln. Und warum das so ist, darauf komme ich zurück, aber das ist der Pudelskern letztendlich. Und die Frage ist, ob man einen rechtlich geschützten Konvertierbarkeitsanspruch hat oder ob aber ein jedenfalls ad hoc zugesprochen wird in Zeiten von Finanzkrisen. Und daran entscheidet sich letztendlich oft die Überlebensfähigkeit verschiedener Akteure im Marktgeschehen. Was ist also dann letztendlich die rechtliche Alchemie privaten Geldes? Es geht darum,
private Versprechen so rechtlich zu kodieren, dass sie wie staatliches Zahlungsmittel eingesetzt werden können. Und zwar selbst dann, wenn sie nicht hundertprozentig durch staatliche Zahlungsmittel gedeckt sind. Das ist der Witz, weil dann kann ich natürlich mehr Geld damit machen. Ich kann natürlich verlangen, dass man 100% gedeckt ist, dass man so nicht das Bankenwesen, wie wir es heute haben, dass man fraktionales Reservebankbanking, ich mache jetzt direkte Übersetzung aus dem Englischen, Fractional Reserve Banking macht. Oder man kann eben auch nach einer vollen Deckung verlangen. Wenn es keine Deckung gibt, dann kommt der rechtlichen Kodierung fast noch größere Bedeutung zu, weil ich versuchen muss, den Abnehmern jedenfalls den Eindruck zu vermitteln, dass sie etwas in der Hand haben, das fast so gut ist wie Geld und jederzeit in Geld ummünzbar ist. Dann habe ich einen großen Abnehmerkreis, dann kann ich auch meine rechtlich kodierten Instrumente unters Volk bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Module des Kapitals, und diese Module, die habe ich noch nicht benannt, aber das gibt, wenn man sich das genau anguckt, sind es eigentlich nur eine relativ begrenzte Zahl von rechtlichen Institutionen, die dazu benutzt worden sind, verschiedene Güter in Kapitalgüter zu verwandeln, und dazu gehören auch Schuldansprüche in Kapitalgüter zu verwandeln. Es geht um Eigentumsrecht, es geht um Kreditsicherungsrecht, es geht um das Gesellschaftsrecht, im Englischen auch den Common Law Trust, ums Konkursrecht und das Vertragsrecht, das viele Aspekte der genannten Rechtsinstitutionen auch nochmal ohne diese Drittwirkung des Staates letztendlich kopieren und nachmachen kann. Das heißt, die Module des Codes werden benutzt, um einen einfachen Zahlungsanspruch auf Steroide zu setzen, wenn Sie so wollen, und damit den Anschein der Gleichheit zum staatlichen Geld zu erwecken. Die Grenzen dieses Spiels, dieser Alchemie, praktisch Geld zu schöpfen aus privaten Ansprüchen, die ich rechtlich auf Steroide gesetzt habe, die Grenzen bestehen in der strukturellen Ungleichheit der Emittenten. Und hier geht es für mich um die Frage der sogenannten Budgetrestriktion. Das hat Janosch Kornay den Terminus benutzt, um zu sagen, der Hauptunterschied zwischen sozialistischen und kapitalistischen Systemen ist, dass im Kapitalismus im Prinzip private Akteure eine Budgetrestriktion haben. Die müssen mit ihrem Budget klarkommen. Wenn ihre Aktiva nicht so hoch sind wie ihre Schulden, dann gehen sie in Konkurs, dann müssen sie aus dem Marktgeschehen gedrängt werden. Allerdings hat der Staat und die staatlichen Unternehmen halt im Sozialismus, die haben keine Budgetrestriktionen, die können halt immer wieder angepasst werden nach politischer Entscheidung, nach politischem Gutdünken. Hyman Minsky, der Ökonom, der Ihnen vielleicht auch bekannt ist, der sehr einflussreich wieder geworden ist seit der 2008-Krise, der spricht von Überlebensmöglichkeiten, ob man einen Survival Constraint hat. Und alle privaten Akteure sind letztendlich an ihr Budget gebunden und haben deswegen eine Restriktion in ihren Überlebenschancen, die der Staat nicht unbedingt hat. Auch das muss immer wieder qualifiziert werden, aber zu einem weit geringeren Maß hat. Wenn man das jetzt zusammennimmt, man denkt darüber nach, dass der Staat staatliches Geld emittiert und auch von allen verlangen kann, beispielsweise ihre Steuern in diesem Geld zu bezahlen und verlangen kann, dass dies als allgemeines Zahlungsmittel angenommen wird. Jedenfalls ein Staat, der monetär souverän ist, das heißt, der sein eigenes Geld emittiert und im Prinzip auch die meisten seiner eigenen Schulden in diesem Geld emittiert, der steht an der Spitze einer Hierarchie, weil er kann auch immer selbst wieder Geld schöpfen. Darunter sind dann regulierte Banken, die unter bestimmten Konditionen Anspruch haben, ihre Ansprüche gegenüber anderen in staatliches Geld umzumünzen. Die haben dann Zugriff auf das Diskontfenster der Zentralbanken oder sie haben die Möglichkeit, ihre Finanzgüter einzutauschen. Das haben wir vor allem seit der 2008er-Krise gesehen. Es geht nicht in erster Linie unbedingt heute mehr um die Frage, wer ist der Lender of Last Resort, der Gläubiger, der immer einspringt, wenn niemand anders mehr einspringen kann, sondern es geht auch um den Dealer of Last Resort. Es geht um denjenigen, der bereit ist, Finanzgüter aufzukaufen, für die es keine privaten Abnehmer mehr gibt. Und der Staat hat es im großen Umfang gemacht, und zwar nicht nur den regulierten Banken gegenüber, sondern auch anderen Emittenten von Finanzgütern gegenüber. Aber diese Emittenten anderer Finanzgüter, die hatten eine wesentlich kritischere oder unsicherere Stellung, zu wissen, ob sie tatsächlich ihre Finanzgüter umwandeln könnten, konvertieren könnten in staatliches Geld.
diese Hierarchie ist wichtig, sie wird auch immer wieder neu erfunden und dies eine der Grundlagen auch dafür, dass warum unser System immer wieder zusammenbricht. Sie ist letztendlich einer Geldordnung, die aus staatlichem und privatem Geld zusammengesetzt ist, also einer hybriden Geldordnung immanent. Weil es gibt ein privates Recht, für die Privaten nicht bis zuletzt einstehen können, weil sie selbst bestimmten Grenzen unterliegen, während der Staat relativ grenzenlos Geld emittieren kann. Ich wollte einfach noch ein paar Worte sagen zur Geldvermehrung im Schattenbankenwesen, weil das ist ja eines der expandierendsten Finanzsysteme gewesen vor der großen Krise 2008, aber ist auch nach wie vor von großer Wichtigkeit. Manche Schätzungen gehen dahin, dass etwa 50% unseres Kreditgeldwesens im Schattenbankenwesen produziert wird und gar nicht mehr durch die regulierten Banken. Und um das ganz einfach schematisch zu machen, ich zeige Ihnen gleich noch ein etwas komplizierteres Bild. Es geht letztendlich darum, irgendein Objekt, ein Haus oder einen Anspruch gegen den Eigentümer des Hauses in ein transferierbares und möglichst rechtlich abgesichertes Zahlungsversprechen zu verwandeln, das viele Abnehmer finden kann. Und wenn ich anfange mit dem Hauseigentümer, dann habe ich sein Zahlungsversprechen, das besichere ich durch eine Hypothek. Und dann müssen beides, das Versprechen und die Hypothek, transferierbar sein, und zwar möglichst auf schnell und ohne große Formalitäten. Da sind einige rechtliche komplexe Probleme aufgetreten. Das hat sich dann auch erst meistens nach der Finanzkrise gezeigt, ob nämlich die Hypothek wirklich so galt und ob jede Bank, die irgendwann mal diesen Anspruch in der Hand hatte, sie auch durchsetzen konnte, war eins der rechtlichen Probleme, die nie ganz gelöst worden sind, weil letztendlich das Hypothekenwesen als Teil eines Gutes des Landes, das nicht, wir nennen das in Deutschland ja Immobiliarsachen, das ist nicht mobil. Und die ganzen Rechtsinstitutionen fürs Land sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, Land oder Ansprüche gegen das Land transferierbar zu machen. Aber die Ansprüche aus dem Zahlungsversprechen, die durch das Land besichert waren, sind in einen globalen Markt gefüttert worden. Und da musste halt das Recht sich auch etwas anpassen. Und das tut es meistens nur mit Verzögerung. Wir haben also erst einen Anspruch oder ein Objekt, ein Interesse. Das wird dann schon hier kodiert. Und dann, um das vermarkten zu können, vor allem im globalen Kontext, muss ich noch viel mehr tun. Ich muss sicherstellen, dass es eine gewisse Beständigkeit hat, dass ich es trenne von anderen Ansprüchen. Ich muss sicherstellen, dass es universell durchsetzbar ist. Wir kommen auf diese Attribute des Kapitals zurück. Und dann ist natürlich gerade im Wettbewerbsverhältnis zum formalen Bankenwesen immer die Frage, kann ich eigentlich das Gleiche tun, was die Banken normalerweise tun, nur ohne die gleichen Regulierungskosten zu haben, aber es dennoch legal zu halten. Der Witz für die rechtliche Durchsetzbarkeit ist, dass es immer legal sein muss oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gericht oder eine Regulierungsbehörde es als legal ansehen wird, relativ hoch ist. Ohne das habe ich keine große Chance, die Sache zu vermarkten. Das ist letztendlich, was Anwälte tun. Eine Anwältin hier in New York, mit der ich zusammen unterrichte, die erklärt meinen Studierenden immer, man muss sich das vorstellen, wenn ich ein neues Anspruch kreieren will für meine Mandanten, dann gucke ich mir die bestehenden Regulierungen in den USA oder in den anderen Ländern, wo das Instrument gehandelt werden soll, an, als wäre das ein Gerüst. Hier ein Gerüst um einen Bau herum, dass der renoviert werden soll. Und ich muss halt dieses neue Instrument durch die Lücken des Gerüstes kriegen. Das heißt, ich muss die Regulierung wissen und ich muss an ihnen vorbei die neuen Instrumente oder zum Teil auch neue Intermediäre, diese Instrumente dann handeln können, schaffen. Das ist das, was Anwälte in Großkanzleien letztendlich machen. Die benutzen das Recht, um auch zu wissen, wie man um das Recht herumkommt, um den eigenen Mandanten einen Wettbewerbsvorteil im Markt zu sichern. Und dann im letzten Schritt brauche ich natürlich die Abnehmer. Die ganzen Schritte, die ich schon gemacht habe, laufen natürlich darauf hinaus, möglichst viele Abnehmer zu finden. Viele der Abnehmer wollten letztendlich Fixed Income Instruments. Sie wollten also praktisch ganz klar wissen, was ihre Zahlungsversprechen sind pro Monat, nicht variabel, wie das bei Aktien wäre, sondern letztendlich als wären das eben auch Darlehen, Schuldversprechen, die ganz klare Zahlungsversprechungen haben, die abgesichert sind und diese Absicherheit möglichst auch durchsetzbar ist, die bestimmte Rendite bekommen. Und sie haben sich dann meistens auch noch zusätzliche Steuervorteile reingeholt, die zum Teil unsicher waren wegen der rechtlichen Konstruktion.
im etwas komplexeren Bild und mit global, deswegen habe ich die ganzen kleinen Flaggen hier mit eingebaut, sieht es dann etwa so aus, wenn man hier oben links anfängt, dann sind sie in Kalifornien, wo es die Hauseigentümer gibt mit ihren kleinen Häuschen, dann gab es einen Intermediär, New Century, der vergibt die Darlehen, nimmt die Hypotheken auf, macht das tausendfach im gleichen Staat und verkauft den ganzen Bündel zusammen an Citigroup. Citigroup ist ein New Yorker Unternehmen, hat viele Töchter. Eine der Töchter kauft diese ganzen Hypotheken auf und transferiert sie in einen Trust. Und der Trust macht die Beständigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Der trennt die Hypotheken von dem Vermögen von Citigroup und seinen ganzen Töchtergesellschaften, sodass die Investoren, die Anteile in diesen Trusts kaufen, sich keine Gedanken darüber machen müssen, was passiert, wenn Citi untergeht. Weil der Trust ist rechtlich unabhängig, getrennt von Citigroup. Das heißt, dass die Investoren, die Anteile in den Trust kaufen, die müssen nur darüber nachdenken, was sind die Cashflows, was ist das Geld, das von den monatlichen Zahlungen auf die Hypotheken in den Trust läuft. Und dann wurde der nächste Schritt gemacht, das haben die Privaten sich ausgedacht, dass sie praktisch dann die Ansprüche gegen den Trust auch wieder aufgefächert haben. Da hat nicht jeder den gleichen Querschnitt gekriegt, sondern man konnte sagen, ich will aber ganz sicher sein, dass ich immer mein Geld kriege. Das sind die Senior Tranches ganz oben in der Hierarchie. Das hat Fannie Mae zum Beispiel, eine staatlich gesponserte, letztendlich privat im Privateigentum stehende Unternehmen, das sehr stark in der Hypothekenentwicklung hier eingebunden war. Die haben die Senior Bonds gekauft, aber auch so eine Institution wie die Bayerische Landesbank hat gerne die Super Seniors gekauft, die sicher schienen. Und dann haben einige Hedgefonds haben natürlich die Junior Tranches gekauft. Da ist mehr Risiko drin. Wenn irgendwelche Eigentümer nicht zahlen können, dann sind das die Letzten, die die Zahlungsansprüche auch bekommen. Und, aber dafür gibt es dann höhere Rendite. Und das ist halt die Kalkulation, die verschiedene Investoren machen müssen. Ein Problem, die bei dieser Vermehrung von Zahlungsansprüchen gegenüber ein paar Hauseigentümern. Früher gab es ja nur eine Bank und Hauseigentümer, zwischen denen hat man einen Darlehensvertrag gemacht. Aber durch die Verbriefung von den Hypotheken und den Ansprüchen gegen die Hauseigentümer hat es praktisch die Möglichkeit gegeben, man sagt oft zu diversifizieren. Ich würde eher sagen, eine Verschiebung hat stattgefunden von den Risiken der Hauseigentümer auf eine Vielzahl von Investoren. Und die Investoren konnten dann eben immer noch bestimmen, welche Art von Risiken sie dann gerne einnehmen wollten. Entsprechend sind diese Trusts strukturiert worden. Ein Problem war, dass in der Mitte immer einige Ansprüche waren, die nicht risikoreich genug waren für die risikofreundlichen Investoren, die aber zu riskant waren für einige der großen Investoren wie Bayerische Landesbank oder Fannie Mae oder auch die China Investment Corporation und Sovereign Wealth Fund in China. Und für die hat dann die Industrie letztendlich einen neuen Abnehmer selbst geschaffen. Und den Abnehmer schafft man, indem man eine neue GmbH in diesem Fall, also neue rechtliche Struktur gründet, die Kapital aufnimmt, indem sie wiederum Ansprüche gegen Vermögen innerhalb dieser Gesellschaft gegen Dritte verkauft, mit dem Versprechen, dieses Kapital zu benutzen, um diese ganzen mittleren Tranches, die keiner haben will, einzukaufen und verspricht den Investoren wiederum, dass manche ein relativ geringes Risiko haben, dass sie jemals Verluste einstreichen müssen und andere müssen etwas mehr Risiko tragen und jeder stellt das dann in den Preis mit hinein. Noch was dahinter steht, darauf gehe ich heute nicht ein, aber ich kann gerne nachher, wenn Sie Fragen dazu haben, mehr dazu sagen. Eine große Frage ist natürlich, wie kann es sein, dass sowas global funktioniert? Weil die ganzen verschiedenen Elemente von den Landeigentum zu Hypotheken, zu Darlehen, zu Eigentumsrechten sind natürlich alles nationales Recht. Und da gibt es eine Rechtsfigur, wir nennen das in Europa internationales Privatrecht. Auf Englisch heißt es Conflict of Law oder Choice of Law, das festlegt, welche Rechtsordnung unter welchen Bedingungen fremdes Recht für bestimmte Sachen durchsetzen wird. Und dieses internationale Privatrecht ist eine ganz wichtige Funktion in globalen Finanzmärkten. Okay, jetzt schwenke ich ein bisschen ab und komme auf meine frühere Theorie zurück, aber Sie werden, glaube ich, gleich verstehen, warum ich das tue. Die Legal Theory of Finance letztendlich besagt, und das haben Sie aus meinem Vortrag auch schon rausgehört, dass Finanzsysteme rechtlich konstruiert sind. Geld auch. Privates Geld ist Teil des Finanzsystems, ist letztendlich ein Versprechen auf zukünftige Zahlung, das rechtlich abgesichert ist, sodass ich den Eindruck erwecken kann, dass es besonders sicher ist.
viele sagen, Perry Merling hat es gesagt, und wir haben uns historisch sicher richtig ist, dass dieses Finanzsystem heute, das Geldsystem heute hybrid ist, dass der Staat dahinter steht und Private aber auch mit daran beteiligt sind. Der dritte Block ist, worum es mir gerade geht, und zwar, das ist, was ich genannt habe, das Law and Finance Paradox oder das Rechts-Finanz-Paradox, das darin besteht zu sagen, wir brauchen Recht, um Finanzsysteme aufzubauen und skalierbar zu machen. Wir machen das dadurch, dass wir wirklich bindende Versprechen in diese Zahlungsversprechen einbauen, durchs rechtlich durchsetzbare bindende Versprechen. Gleichzeitig leben wir in einer Welt mit fundamentaler Unsicherheit, sodass eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendwann Umstände eintreten, die die Parteien nicht vorhergesehen haben. Und wenn dann aber die Parteien alle ihre Rechtsansprüche gleichzeitig durchsetzen, bringen sie das System zum Zusammenbruch. Das ist wahrscheinlich ein Argument, dass endogen Finanzsysteme fragil sind und sich selbst zum Zusammenbruch bringen. Und daraus kommt man nur heraus, wenn irgendjemand neues Geld anbietet. Und das ist dann in der Regel der Staat. Also hier ist das Law and Finance Paradox. Es geht um bindende rechtliche Zusagen in einer Welt, die von fundamentaler Unsicherheit gekennzeichnet ist. Auch in einer Welt, und das wird auch oft unterschätzt, wo Liquidität volatil ist, das heißt die Frage, ob ich genügend liquide Mittel habe, um meine Schulden zu begleichen unter allen Umständen, vor allem dann, wenn die Finanzgüter auf meiner aktiver Seite vielleicht an Wert verlieren, dann kommt man ganz schnell in diese Spirale hinein, die zu der Selbstzerstörung des Finanzsystems führt. Die Rettung in dem System kommt und kann immer nur von oben kommen in diesem hierarchischen System. Die Rettung kommt immer von denen, die entweder eine größeres Balance Sheet haben, die so mehr Aktiva haben, die sie auch noch mit anderen teilen können. Das können sie aber immer nur begrenzt. Private können das immer nur dann, bis sie selbst am Abgrund stehen. Und man kann das an wirklich ein paar schönen Beispielen festmachen, wenn Sie zurückdenken ins Jahr 2008 im März, als Bear Stearns untergegangen ist. Bear Stearns hat schon ganz lange, schon wochenlang, das ist auch Teil des Systems gewesen, dass man seine eigenen Schulden immer wieder neu umschuldet, über Nacht von anderen. Und wer macht das? Goldman Sachs hat ein paar Tage, bevor Bear Stearns nicht mehr konnte und dann von JP Morgan Chase aufgekauft werden musste mit Hilfe des Staates, ein paar Tage vorher hat Goldman Sachs in einem Telefongespräch mit den eigenen Investoren gesagt, sie würden nicht mehr Bear Stearns Schulden refinanzieren. Das war das Ende von Bear Stearns. Also in der Hierarchie zwischen Goldman Sachs ganz klar über Bear Stearns und irgendwann Goldman Sachs gesagt, das können auch wir uns nicht mehr leisten. Und dann geht es nur noch hoch. Dann geht es nur noch hoch. Und da steht dann die Zentralbank, die New York Federal Reserve Bank, die dann 30 Millionen Garantie mit reingeworfen hat, damit JP Morgan Chase die Bank übernommen hat. Wie kommt man aus dem Law and Finance Paradox raus? Es kann also zur Selbstzerstörung des Systems führen, hat es auch schon oft, also vor allem in Zeiten, wo wir noch keine Zentralbanken hatten. In den 19. Jahrhundert in Amerika gab es die Periode der sogenannten Free Banking, wo lauter Banken gegründet worden sind, die keine Reserven hatten. Es gab keine Zentralbank über weite Strecken hinweg, die letztendlich die Liquidität dann zur Verfügung gestellt hat, die man brauchte, um über die nächste Krise zu kommen. Das Argument, das ich in der Legal Theory of Finance entwickelt habe, ist, dass man halt, wenn es zur fast Selbstzerstörung des Systems kommt, dann kommt es doch darauf an, ob das Recht, das ja diese bindenden Ansprüche geschaffen hat und aufgrund derer wir das System skaliert haben, ob diese rechtlichen Bindungen ex post als elastischer gemacht werden, als sie eigentlich gedacht waren. Ich sage also am Anfang, das ist zwingend durchsetzbar und hier ist auch meine Sicherheit, wir können es auf jeden Fall machen, dadurch mache ich es skalierbar. Aber in der Krise muss ich praktisch sagen, nee, das gilt jetzt nicht mehr. Und das kann ich machen, indem ich sage, bestimmte Ansprüche sind jetzt nicht mehr durchsetzbar, ein Moratorium. Oder ich kann sagen, ich gebe einigen die Geldmittel, um ihre Ansprüche zu befriedigen. Das ist Liquidität zur Verfügung stellen, Quantitative Easing etc. etc. Und die Frage ist dann immer, wer hat die meisten Vorteile davon? Wer bekommt diese Liquiditätsspritze? In der Regel, das ist jetzt empirisch, das ist auf keinen Fall normativ, aber immer empirisch, wenn man sich es anschaut, ist typischerweise, dass die Liquiditätsspritze denen zugutekommt, die für das System aus Sicht der Zentralbank essentiell sind. Das heißt, es wird dann meistens gerettet am Zentrum des Systems, während auf der Peripherie das Recht so durchgesetzt
wird, wie es vertraglich abgemacht worden ist. Und das hat natürlich dann auch wieder Konsequenzen für die nächste Runde, weil letztendlich dadurch die Konsolidierung, Konzentration des Finanzsystems auch wächst, weil der Staat diejenigen rettet, die am Zentrum des Systems sind, die dann auch dafür verantwortlich sind, diejenigen, die nicht mehr konnten, auch zu übernehmen. Das haben wir auch gesehen in der Finanzkrise, eine sehr große Konsolidierung wieder der Finanzintermediäre, die vom Staat geschützt werden mussten und die auf der Peripherie müssen halt letztendlich gucken, wo sie bleiben. Einfach noch ein paar Schlussbemerkungen. Ich wollte dann auch meinen Vortrag hier abschließen, damit wir zur Fragen übergehen können. Also erste Grundargument ist, rechtliche Kodierung ist ein privater Zugriff auf staatliche Zwangsgewalt, weil ich letztendlich durchs Privatrecht, wenn ich mich innerhalb dieses Gerüsts bewege und nicht gegen das Gerüst stoße, sondern die Lücken ausnutze, dann kann ich diese Sachen im Prinzip rechtlich durchsetzen. Und mit diesem Versprechen auch nur kann ich meine Finanzgüter in Märkten absetzen, ohne dass sich die Teilnehmer gegenseitig kennen und Vertrauen miteinander haben. Sie verlassen sich letztendlich auf die staatliche Durchsetzbarkeit ihrer Ansprüche. Der Haken dabei ist natürlich, dass die rechtliche Durchsetzbarkeit, die kann zwar sehr beeindruckend sein, aber letztendlich ist sie natürlich kein Substitut für die tatsächliche Realisierung von Gewinnen. Wenn es keine Güter gibt, dann können Sie einen Titel haben, gegen den Sie, aber Sie haben auch nichts, gegen das Sie vollstrecken können. Und bei der, wenn die, das Kreditsystem expandiert weit über das hinaus, was letztendlich vollstreckbar ist oder realisierbar ist im ökonomischen Sinne, dann kommt es halt zu dem Spannungsverhältnis, das auch öfters zu Selbstzerstörung führt. Krisen sind in diesem System immanent. Die privaten Geldschöpfer haben ein Rieseninteresse daran, das Geld zu schöpfen. Sie tun es letztendlich auf den Schultern eines Gesamtsystems. Und das Gesamtsystem ist sowohl das rechtliche System als auch unser staatliches Geldsystem, denn das ist ja das Geld, was benutzt wird, um die Liquiditätsspritzen zu geben, um die Leute dann in der Krise wieder rauszuhauen. Und dann, wie ich schon angedeutet habe, das Krisenmanagement selbst bestimmt dann die Hierarchie des Finanzsystems und den Prozess der Geldschöpfung in der nächsten Runde, die dann nach der Krise meistens wieder einsetzt. Heimann Minsky hat in seinem 1986er Buch gesagt, während Krisen sollten Staaten immer Liquidität bereitstellen, um das System zu retten. Und danach sollten sie dann alle Praktiken, die zur Krise geführt haben, nicht nur kritisieren, sondern außer Kraft setzen. Dieser zweite Schritt passiert natürlich meistens nicht. Und das öffnet dann den ganzen eine Diskussion über die politische Ökonomie dieses Systems. Das würde jetzt zu weit führen, aber wie gesagt, in der Frage und Antwort bin ich gern bereit, darauf noch einzugehen. Ich mache meine Slides hier aus. So. Ja, Frau Pistor, dann vielen Dank für den sehr klaren und erhellenden Vortrag. Wir haben schon sehr, sehr viele Fragen tatsächlich, deswegen nochmal die Bitte und die Erläuterung an alle Fragenden. Im Chat ist die Reihenfolge bisher dokumentiert. Ich versuche, der gerecht zu werden. Im Umkehrschluss würde ich alle bitten, die Fragen auch wirklich kurz zu fassen, wenngleich die Versuchung für Wortmeldungen immer groß ist. Das weiß ich. Trotzdem starten wir dann in der Reihenfolge. Jeder Teilnehmer kann sich selber dann die Stummschaltung aufheben. Davon bitte Gebrauch machen. Wir hätten als erstes eine Frage von Josef Huber. Ja, vielen Dank, Frau Pistor. Ich fand Ihren Vortrag hochinteressant, sehr spannend. Und mir ist trotzdem das eine oder andere nicht ganz klar geworden. Ich hätte drei kurze Nachfragen. Das erste betrifft das Bankengeld, das Chiralgeld der Banken. Mir ist nicht ganz klar geworden, ob Sie das nun in dem Spannungsfeld oder in dem hybriden Feld von privatem Zahlungsmitteln und staatlichen oder öffentlichen, wo genau Sie das sehen, weil Sie sagten, glaube ich, zweimal an der Stelle, der Staat möchte in staatlichem Geld bezahlt werden, aber der Staat heute akzeptiert ja überhaupt nicht Bezahlung in quasi staatlichem Geld von der Zentralbank, sondern er verlangt ja Zahlung in Chiralgeld der Banken. Und wenn Sie da mit Geldscheinen ankommen, dann werden Sie wieder weggeschickt, nicht? Also wie sehen Sie das? Und dazu gehört eine andere Frage. In Ihrer institutionellen Ordnung, sehen Sie die Zentralbank als Bestandteil des Staates? Oder ist das institutionell ein anderer Komplex?
Und dann hätte ich noch eine Nachhilfefrage. Ich versuche seit vielen, vielen Jahren herauszufinden bezüglich der Vereinigten Staaten, was dort der Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels ist. Und es ist irritierend. Es gibt also einmal den Begriff Legal Tender. Und das ist offenbar das Geld der Federal Reserve, also die Banknoten, nicht das Schiraigeld, die Banknoten. Und dann den Begriff des Lawful Money, das ist offenbar US Treasury Money. Aber haben diese beiden Begriffe ungefähr etwas Gleiches zu bedeuten oder bedeutet doch es etwas Verschiedenes? Ja, vielen Dank für alle drei Fragen. Ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, dass man am besten vielleicht wirklich, das hätte ich klarer sagen sollen, dass es praktisch der Unterschied zwischen privatem und staatlichem Geld ist ein Kontinuum, nicht unbedingt binär. Und das Giralgeld der Banken, weil die Banken reguliert sind und letztendlich auch einen Anspruch auf Liquidität durch Zentralbanken haben können, stehen näher, relativ näher an dem staatlichen Geld als am privaten Geld. Ich würde es aber trotzdem als privates Geld einstufen. Wir haben ja letztendlich einen Kreditvertrag gegenüber den Banken. Das Geld gehört uns ja nicht, das haben wir den Banken gegeben. Wir haben nur einen Anspruch auf Rückzahlung. Das ist ein privatrechtlicher Anspruch auf Rückzahlung, der dann zum Teil durch Versicherungs und so abgestützt wird. Aber es ist in der Hierarchie, weil die Banken relativ näher weiter oben sind, ist ein relativ sichererer Anspruch, aber bleibt trotzdem ein privater Anspruch. Ähnlich mit den Zentralbanken. Gut, man kann natürlich darüber diskutieren, ob manche Zentralbanken waren ja lange private Institutionen, die Bank of England, ganz klassisch, in den USA das Federal Reserve System, die Banken sind Shareholders davon. Ich glaube, es letztendlich nicht so sehr auf die eigentumsrechtliche Sache dran ankommt, sondern es kommt darauf an, ob sie praktisch Zugriff auf die staatliche oder die private Geldschöpfung haben. Und die Zentralbanken sind meistens so konzipiert, dass sie halt selbst an der Geldschöpfung mit teilnehmen oder direkt am Zentrum sehen. Von daher würde ich sie auf die staatliche Seite wieder in einem Kontinuum sehen. Was in den USA Legal Tender oder Lawful Money angeht, das wird auch zum Teil diskutiert, weil immer mehr Läden, und zwar schon vor Covid, aber jetzt besonders unter Covid, praktisch sagen, sie nehmen auch nur noch Plastikgeld und kein Papiergeld mehr. Und die Frage, ob sie damit praktisch man seine Ansprüche befriedigen kann, ob sie diese Bedingungen stellen kann. Und der Trend geht dahin, und es ist auch immer die Interpretationen dessen ändern sich im Laufe der Zeit. Der Trend geht dahin, immer mehr eigentlich private Gelder als staatlich geltendes Geld anzuerkennen. Okay, vielen Dank für die Beantwortung. Die nächste Frage kommt von Basti. Ja, also ich habe eine Frage zum Thema Geldvermehrung im Schattenbankensektor. Also ich muss sagen, ich habe das nie so richtig verstanden und ich will hier mal versuchen, die Unterscheidung zu machen zwischen einem Auszahlungsanspruch auf Geld und versus Geld selbst. Also und ich möchte das am Beispiel eines Geldmarktfondsanteils also explizieren. Also der ist ja bei uns in der Eurozone per Definition also in M3 enthalten, also in einem Geldmengenaggregat und damit per Definition Geld. Aber es ist doch so, also wenn ich einen Geldmarktfondsanteil also zunächst mal kaufe, dann bezahle ich den mit Giralgeld und ich kann ihn auch wieder in Giralgeld zurücktauschen, ja? Wenn ich ihn an den Geldmarktfonds, ja ein offener Fonds, wieder zurückgebe. Und ich habe mich einfach, ich habe noch nie gehört, dass ich mit einem Geldmarktfondsanteil in einem Supermarkt meinen Einkauf bezahlen kann. Und Sie sind dann ja, wenn ich Sie jetzt nicht falsch verstanden habe, sogar so weit gegangen, also Collateralized Mortgage Obligations, also sozusagen dann noch irgendwie als Geld also zu sehen. Ich habe es auch schon bei anderen Leuten gehört und ich finde, das ist nicht einleuchtend, also gerade mit der Equity-Tranche oder so, die dann einen Hedgefonds gekauft hatte vielleicht, da kann ich nicht meinen Einkauf mitbezahlen. Damit würde ich sagen, es ist ein Anspruch auf Geld, mit dem ich wirklich in der Realwirtschaft bezahlen kann und nicht selber Geld. Danke. Ja, Sie haben natürlich im Prinzip recht. Also anders als bei dem Wechsel, den ich selbst als Zahlungsmittel einsetze, weil ich ihn induziere und dann auch mit selbst eintrete mit als Mitschuldner für den Wechsel, sind die anderen Kreditinstrumente, die ich beschrieben habe, letztendlich alle Instrumente, die konvertierbar sind. Und es kommt halt praktisch auf die Konvertibilität im Moment an. Aber ich zum Beispiel die Fonds, die Geldfonds, die haben ja letztendlich ihre Ansprüche so ausgestaltet, dass man jederzeit wie bei einer Bank das Geld abrufen kann.
Das ist schon sehr geldähnlich. Aber es entsteht erst dadurch, dass jemand Giralgeld dem Geldmarktfonds gegeben hat. Und ja, dann gibt er einen Anteil aus und es ist nicht so wie bei der Bank, die einfach ohne, dass ihr jemand Geld hinterlegt, dann aus dem Nichts Geld schöpft. Und deswegen finde ich, ist es schon ein Unterschied. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz, diese Argumentation. Ich kenne das schon mit Stable Net Asset Value. Jeder ist dann ein Dollar wert oder so und es hat dann ja irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja, ich gebe Ihnen recht, dass man da einen Unterschied machen kann, ob das selbst... ob Geld eingebracht wird und ob man einen Anspruch hat, nur auf die Konvertibilität oder ob man selbst geldschöpfend tätig sein kann, wie die Banken. Ich glaube, dass aber in der Praxis und in dem Umfang, in dem es getätigt worden ist, glaube ich, der Unterschied marginaler wird. Er bleibt irgendwo bestehen, aber die Geldfonds, die haben Checks ausgegeben, man konnte gegen die bezahlen, anderen gegenüber, jedenfalls hierzulande. Also das kann man rechtlich dann auch so gestalten, dass es an Ähnlichkeit zunimmt. Und ich glaube, der Witz ist eben halt immer, die Sachen so darzustellen, als wären sie fast so, als das Geld, das Bankengeld so fast so wie das staatliche Geld und das Geldfondsgeld fast so wie das Bankengeld. Und mit den Analogien arbeitet man, um praktisch andere Ansprüche, selbst wenn sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen, geldähnlich zu machen und damit die Kreditwirtschaft expandieren zu lassen, weil sich die meisten Laien darauf verlassen, dass es eigentlich was ganz Ähnliches ist und keine andere Funktion hat und deswegen auch als sicher gelten kann. Danke. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Leander Winnewald, bitte. Ja, danke schön. Danke auch für den Vortrag und für das Organisieren. Entschuldigung, dass ich heute nicht mit Video dabei sein kann. Meine Frage wurde so halb schon auch vom Professor Huber gestellt und dann auch zumindest in praktischer Hinsicht beantwortet. Meine Frage war wörtlich, ob Sie in Ihrer Sicht oder in Ihrer Analyse und Ihrer Lesart tatsächlich einen Unterschied zwischen dem englischen Legal Tender Begriff und dem deutschen gesetzlichen Zahlungsmittel sehen und kennen. Ich habe zwar in Deutschland studiert, aber dann hauptsächlich im englischsprachigen Raum gearbeitet und da hatte ich auch in anderen Rahmen Widersprüche mit dem Herrn Huber gehabt. Nach meiner Lesart ist es explizit gesagt, im Englischen bedeutet Legal Tender nur, dass es legal ist, dieses Zahlungsmittel jemandem anzubieten. Aber es gibt keinerlei Verpflichtung der Annahme, wobei ich dann im Deutschen tatsächlich mir nie die Mühe gemacht habe, tatsächlich nachzuvollziehen, ob das mit dem deutschen gesetzlichen Zahlungsmittel tatsächlich anders ist. Und jetzt ist ja mit den letzten Gesetzgebungen das immer ein bisschen aufgeweicht. Kennen Sie den Unterschied, weil als jemand, der beide Rechtsräume ja sehr gut kennt? Ja, also ich habe mich jetzt in den dogmatischen Einzelheiten der Interpretation nicht vertieft, aber ich glaube, Sie haben Ansatz recht, dass es im Deutschen jedenfalls, und ich habe die Euro-Gesetzgebung nicht im Einzelnen nachvollzogen, aber was ich aus meinen Studienzeiten noch mitgenommen habe, sind, dass im Deutschen das Zahlungsmittel als Zwangsmittel auch gegenüber Privaten gilt. Jetzt kann man die Schulden begleichen, indem ich mit diesem Geld bezahle. War ja auch die Grundlage vieler der Rechtsstreitigkeiten in den 20er Jahren zu der Hyperinflationszeit, während im Englischen und Angelsächsischen Gebrauch das eher ist als ein lawful Zahlungsmittel, ohne dass man das unbedingt als das einzige Mittel einsetzen kann. Aber da müsste ich auch selbst nochmal im Einzelnen nachschauen. Dankeschön. Würde ich direkt das Wort an Franz übergeben. Ja, Frau Pistor, zunächst herzliche Gratulation für dieses hervorragende Buch. Würden Sie mir eine Kritik erlauben? Also ich habe den Eindruck gewonnen bei der Lektüre, dass Sie davon ausgehen, Kapital würde hergestellt werden, so ist zumindest die deutsche Übersetzung, durch die rechtliche Kodierung. Und da erlaube ich mir jetzt eben diese Kritik. Kapital bedarf nach meinem Verständnis der Geldschöpfung und kommt als Kredit zur Welt, damit der Selbstverwertungsprozess des Geldes in Gang gesetzt werden kann. Und für mich also ist die eigentliche Machtfrage eben da angesiedelt, wer betätigt diesen Geldschöpfungshebel. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich da eine ungeheure Verschiebung ereignet hat zugunsten des Privatkapitals. Also Sie erwähnen ja immer wieder dieses staatliche Geldschöpfungsmonopol. Das ist ja ungeheuer gefährdet. Ja? Ich habe eben im Chat geschrieben, dass die Autoren, also der Haus, wie heißt der,
Braunschweig und Pichler 2021, dass die meines Erachtens zynische Frage stellen, gibt es das staatliche Geldschöpfungsmonopol noch? Ja? Dankeschön. Ja, wir könnten jetzt eine längere Diskussion darüber haben, was Kapital ist, weil es gibt verschiedene Definitionen und Begriffe davon. Manche sagen, es ist einer der Produktionsfaktoren. Sie sagen, es kommt aus der staatlichen Geldschöpfung. Ich denke, dass letztendlich beide Begriffe mit meiner Definition von Kapital zu vereinbaren sind. Weil ich im Grunde genommen sage, woher kommt denn die Macht, die dem einen eine Verfügungsmöglichkeit über die Produktionsmittel zubilligt? Oder woher kommt das Recht, Geld zu schöpfen? Und bei beiden Fragen geht es letztendlich um eine Art, wenn Sie es als Delegation auffassen wollen, oder auf einen Zugriff auf die zentralisierte Zwangsgewalt, die ich haben kann. Also hat nur eine staatliche Stelle den Zugriff, Geld zu schöpfen, oder können auch Private Geld schöpfen durch die Kredittätigkeit oder, wenn man es enger sehen will, halt durch die, vielleicht nur durch das Giralgeld, dass die Banken schöpfen. Aber ich denke, es läuft immer auf diese Attribute zurück, auf wer hat die Prioritätsrechte, wer hat, kann die Universalität des Rechts für sich in Anspruch nehmen, entweder für Eigentum oder für Kredit oder für die anderen Module, die entsprechend kodierten Assets, die ich benenne. Insofern denke ich, ist es einfach nur eine Frage, nicht so sehr nach dem Phänomen, dem Epiphänomen, sondern ich frage letztendlich die Frage nach der genetischen Kodierung, der DNA, sowohl der Geldschöpfung als auch der Eigentumsschöpfung. Und noch ein Zusatz vielleicht über die staatliche Geldschöpfung, was bei mir halt dann die Alarmglocken auch ausgelöst hat, war vor 2 Jahren, als Facebook mit der Libra rauskam. Also die Frage, ob praktisch private Unternehmen ein globales Geld schöpfen können und was dann eigentlich passiert, ist ein interessantes Gedankenexperiment zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Ja. Oh ja. Besten Dank. Kleiner Zwischeneinwurf von mir. Wir haben in vielen Webkonferenzen schon viele Fragen gehabt, aber der Run heute ist relativ groß, deswegen wir schauen uns das einfach an und Sie geben ein Signal irgendwann, wenn es zu viel werden sollte. Dann hätten wir als nächstes Renate. Sollte es jetzt nicht klappen, dann würde ich Klaus als nächstes vorziehen und dann können wir das noch nachholen. Ja, erstmal von mir herzlichen Dank für diesen komprimierten, aber außergewöhnlich aufschlussreichen Vortrag. Ich hätte mal die Frage, Sie haben ja schön dieses Hierarchiesystem beschrieben. Und im Endeffekt ist es aber immer so, dass ja dann irgendwann ja dann doch auch Geld ausbezahlt werden soll, zumindest die Sicherheit soll da sein. Ja? Und um diesen ganzen Schuldentürmen aufzublähen, ja, da muss ja dann doch immer wieder Geld da sein. Ja? Und ich habe mal die Frage, sehen Sie nicht da eine Möglichkeit, wenn man die Begriffe Geld und Kredit, die müsste man halt strikter Trend. Sie haben die historische Entwicklung beschrieben, ja? Aber der Code, also der rechtliche entscheidende Punkt ist ja, wer darf seinen Kredit in Geld umwandeln, das dann wirklich als sicheres Zahlungsmittel gesehen wird. Und das ist natürlich ein enormes Privileg. Und wenn man heute sich die ganze Schuldenkaskade anschaut, ich meine, früher war ja dann zum Beispiel Zentralbankgeld ja auch Kredit, und zwar Kredit auf Auszahlung von Gold irgendwann, da war ja noch irgendwas dahinter. Heute ist ja nichts mehr dahinter, es gibt nämlich keine Goldbindung mehr. Also ist es nicht in Frage zu stellen, ob heute überhaupt Geld, Kredit noch als Geld bezeichnet werden, erlaubt werden sollte, oder sollte man diese Begriffe nicht strikt trennen? Ja, also erstmals denke ich, dass bei unserem Geld, das nicht mehr durch Gold gedeckt ist, natürlich doch was dahinter steht. Es steht letztendlich die Produktivität des gesamten Landes dahinter. In Amerika nennen wir das the full faith and credit of the United States Government. Aber was wirklich heißt, dass der Staat einseitig unsere Produktivität
hinter das Geld und auch hinter seine Schulden stellt. Und das ist letztendlich oft mehr als das Gold. Und ich glaube, das wird manchmal unterschätzt, dass es diesen materiellen Gegenwert haben muss. Es gibt auch einen Wert auf die künftige Produktivität des Landes. Und was der Staat kann, was eben Private nicht können, ist, der Staat kann letztendlich in unserem Namen einseitig uns verpflichten. Und das kann kein Privater. Ein Privater braucht immer eine Gegenseite, also die mitmacht. Daher kommt auch größere Geldschöpfungsfähigkeit des Staates. Was natürlich die Frage ist, und das ist, glaube ich, was gerade auch groß in der Diskussion ist. Ich habe auch auf Ihrer Webseite gesehen, Sie haben ja schon viel über Central Bank Digital Currencies und andere Sachen auch diskutiert. Die Frage ist, ob man eigentlich dieses Geldsystem anders strukturieren könnte, sodass es Geld gibt, das aber tatsächlich staatlich kontrolliert und auf den wird und auf das die Privaten nicht den Zugriff so leicht haben. Und dann kann es immer noch auch eine Kreditvergabe geben durch Private, aber entweder mit voller Deckung oder auf voll eigenes Risiko, aber ist der Staat nicht mit eingebunden. Ein solches Beispiel hat der Morgan Riggs, ein Kollege, der hat lange hier im Finanzministerium gearbeitet, während der Wirtschaftskrise, ist dann Professor geworden, hat ein Buch geschrieben, das heißt The Money Problem, wo er sagt, wir müssen im Grunde genommen alle Kreditansprüche, die auf kürzere Laufzeit als 12 Monate angelegt sind, sind Geld. Und dann gibt es praktisch, die werden verwaltet wie die Elektrizitätswerke. Das ist praktisch mit Staat und Privat eine Art Public-Private Partnership. Die machen das zusammen und da werden keine großen Sprünge gemacht. Es wird streng reguliert, damit das sicher ist. Für alle als Zahlungsmittel sicher ist. Und dann kann es immer noch ein Kreditwesen geben, wo private Kredite vergeben, aber auf eigenes Risiko und ohne dass der Staat die wieder raushaut, die lässt man dann untergehen, wenn es nicht funktioniert, weil das Zahlungssystem abgekoppelt worden ist davon. Das wäre ein Modell und da braucht man noch nicht mal die digitalen Währungen, aber man kann das natürlich dann sich überlegen, wie man die Technologien dazu nutzbar macht. Aber solche Vorschläge werden diskutiert. Ob sie sich umsetzen lassen mit dem Bankenwesen, wie sie es hier heutzutage gibt, ist eine ganz andere Frage, aber theoretisch ja. Ja, vielen Dank. Und dann auch gleich zur nächsten Frage von Nikolas. Simon, vielen Dank, Katharina Pistor, für den Vortrag. Meine Frage sind eigentlich drei. Das eine betrifft die Figur der Aufrechnung. Das ist Paragraph 389 im BGB, aber gibt es in anderen Rechtsordnungen sicherlich so ähnlich. Also welche Rolle dieses Zahlungsmittel spielt? Als Gedankenspiel, gäbe es einen Einnahmeausgabe-Gleichschritt weltweit, dann würde das als einziges Zahlungsmittel ausreichen und bräuchte gar keine anderen. Die Frage hat sich mir aufgedrängt, weil der Wechsel ja auch wieder sowas ist wie, das muss herumgereicht werden und so weiter. Dabei wird in der Bankenpraxis spielt ja dieses Netting oder Clearing und so weiter, wie man das dann nennen kann, ja eine sehr große Rolle. Also da ist die Frage, was das historisch und auch heute, welche Rolle das aus Ihrer Sicht spielt. Dann eine Frage an Sie, welchen Begriff verwenden Sie als Vermögensrecht im Englischen? Ich finde Asset, finde ich, ist nicht sperrig, ob es da einen treffenderen Begriff gibt. Und dann noch eine Frage bezüglich des globalen Finanzsystems. Wird das nächste Mal die Fed wieder als Weltzentralbank auftreten, einschließlich Swaplines und so weiter? Und wie ist da der Stand der Diskussion in den USA? Also wir haben vor 4 Jahren haben wir gewitzelt mit dem Perry Merling in Budapest darüber, dass Trump hoffentlich niemals rausfindet, dass es diese Swaplines gibt. Jetzt ist Trump weg. Wie ist da aktuell der Stand der Debatte? Danke. Ja, also zunächst zur Aufrechnung. Das ist natürlich eine Rechtsfigur, die es in allen Rechtsordnungen gibt, die so ein bisschen eine andere Rolle spielen, dann, wenn es darauf ankommt, nämlich im Konkursrecht. Aber wie Sie gesagt haben, unter den Finanzintermediären tauscht man nicht das Geld auf, sondern es werden Positionen, die man gegeneinander hat, irgendwann aufgerechnet. Und das ist vor allem bei den Derivativmärkten ja ein ganz wichtiges Instrument, weil man in viele Transaktionen miteinander eingeht und die Frage ist, was bleibt am Ende übrig? Und die größte Sorge ist, wenn man mit so vielen Transaktionen mit verschiedenen Partnern eingeht und viele mit einem hat, was passiert, wenn jetzt einer untergeht, wenn einer im Konkurs ist? Ne? Und da hat es auch wichtige Unterschiede gegeben in der englischen und der amerikanischen Rechtsordnung. Die Engländer haben lange dieses Offsetting schon gehabt. Das heißt, dass man ähnliche Ansprüche, die man gegeneinander hat, auch wenn man die eine Partei im Konkurs ist, noch aufrechnen kann. Das heißt, dass man nicht in die Hierarchie reinkommt, habe ich eigentlich einen gesicherten Anspruch, sondern dass ich selbst als ungesicherter Gläubiger ein Offset machen kann, meine Ansprüche aufrechnen kann.
da kommt, ich denke, man muss immer, der Konkurs für mich ist immer der Säuretest. Wenn ich einen Konkurs in Anspruch habe, dann habe ich wirklich einen Anspruch, dann zählt der was. Wie Sie wissen, hat es für die Derivative und die Repos in den Finanzmärkten gesetzliche Änderungen gegeben, seit Anfang der 2000er weltweit auf Lobbying der International Swaps and Derivatives Association, sodass die meisten Staaten ihr Konkursrecht geändert haben, um diese Art von Aufrechnung für bestimmte Instrumente möglich zu machen. In meinem Vokabular kommt es letztendlich fast einer Schaffung eines neuen Eigentumsrechts gleich, weil ich den Prioritätsrechte gegenüber anderen ungesicherten Gläubigern einräume. Man sieht auch bei Lehman zum Teil in den Gerichtsprozessen anschließend. Es hat Unterschiede in verschiedenen Rechtsordnungen gegeben trotzdem und da sind dann auch einige, haben dabei Verluste eingestrichen. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Die zweite Frage, sagen Sie mal kurz, Asset. Ich benutze das Wort Asset. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht im Englischen. Ich habe Vermögensgut auf Deutsch genommen. Ich hätte Ressourcen sagen können, Interessen. Ich wollte einen Begriff haben, der sowohl Objekte, Ideen, Versprechen alle gleichzeitig abdeckt, aber bin schon öfters auf Widerstand gestoßen. Manche Leute haben gesagt oder sagen, Assetization ist selbst schon ein Prozess der rechtlichen Kategorisierung. Man bräuchte einen generellen Begriff. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Wenn Sie eine Idee haben, sagen Sie mir Bescheid, aber das Buch ist mit Asset unterwegs. Und die letzte Frage, was die Swaplines angeht, ich habe jetzt konkret noch nichts Neueres gehört darüber, ob die Fed das nächste Mal einspringt. Man muss natürlich die Frage stellen, wann das so wird. Ich glaube, gleich jetzt, nachdem wir gesehen, was in der Covid-Krise passiert ist, würde ich sagen, ja, die Fed will nach wie vor globale Zentralbank bleiben. Unter der Biden-Administration möchte Biden ganz gerne Amerika wieder als führende Nation in allen möglichen Fragen in die Mitte der Welt stellen. Und wenn die Fed nicht einspringen würde, dann gibt es entweder den großen Krach oder es fragt sich, wer denn dann einspringt. Aber damit würden die Amerikaner letztendlich zugestehen, dass sie die Führungsrolle in dem internationalen Geld- und Währungssystem abgeben. Und das wollen sie, glaube ich, nicht. Das wollen sie vielleicht auch nicht mal unter Trump. Ja, die nächste Frage, Kim, von Professor Helge Polker. Das ist übers Telefon zugeschaltet. Nee, bin ich nicht. Ha! Na, sehr schön, dann. Ja, mal was ganz Neues. Ja, Frau Pistor, schöner Vortrag. Ich würde Sie gerne mal finanzpolitisch verorten. Und zwar, Sie haben es ja so dargestellt, sehr neutral. Und da konnte ich jetzt keine Kritik an den bestehenden Strukturen, vielleicht haben Sie auch keine, erkennen. Und wir sind ja hier bei der Monetative, die das organisiert hat. Und die sagen ja, dass das Geldschöpfungsprivileg der Banken eine ausgesprochen schlechte Idee ist und dass das für die Instabilität des Finanzsystems wesentlich mitverantwortlich ist. Und da würde ich jetzt gerne wissen, sehen Sie das auch so? Teilen Sie die Meinung, dass dieses Geldschöpfungsprivileg abgeschafft werden soll und dass das eigentlich nur die Notenbank machen sollte? Oder sind Sie da unentschieden? Ich denke schon, dass ich der Position relativ nahe stehe. Es gibt dann verschiedene Varianten dieser Position. Ich denke, dass man schon konstatieren muss, dass ein System so und so gewachsen ist und so funktioniert. Und für mich war letztendlich auch die Frage nach der großen Finanzkrise erstmal wirklich das System zu verstehen. Deswegen habe ich diese Legal Theory of Finance aufgelegt. Das ist auch ein Produkt einer Forschungstätigkeit, um zu sagen, wie konstituiert ist das System eigentlich und warum haben die meisten Theorien im Finanzbereich eigentlich nicht vorhersehen können, warum die Krise gekommen ist, wie sie gekommen ist. Ich glaube, ich stelle das System als inhärent instabil dar. Das liegt, ob das nun an den Banken an sich liegt, ich glaube, es geht um die private Geldschöpfung und wie wir im Schattenbankenwesen gesehen haben, kann man es natürlich auch ohne Banken machen, es kann man auch anders herstellen. Also die Frage des Umfangs der privaten Geldschöpfungsmöglichkeit mit der impliziten Garantie und Deckung des Staates und das ist ein Problem, das ist ein massives Problem und also insofern stehe ich auch näher der Modern Money Theory Leuten, die sagen, also wenn dieses ein soziales Gut ist, was es ist, Geld, auch das Recht ist ein soziales Gut, dann ist die Frage, wer bestimmen soll, unter welchen Bedingungen es für welche Zwecke benutzt werden soll, also aus einem demokratischen Prozess unterworfen werden soll, aus einem Prozess unterworfen werden, wo sich einige Parteien, die besseren Anwälte oder den besseren Zugriff haben, auf bestimmte Institutionen sich das holen können, was sie gerne davon hätten. Und Letzteres sehe ich sehr kritisch und dem Ersteren stehe ich sympathischer gegenüber, wobei man sich dann auch fragen muss, mit welchen
Ordnungsmöglichkeiten dieses gut gemeistert werden können. Okay, vielen Dank auch dafür. Ich glaube, eine Demokratisierung dieser Grundsatzfragen, die eint uns auf jeden Fall mal alle ganz grundsätzlich. Wir hätten als nächstes Renate Börger scheint jetzt Zugriff zum Mikro gefunden zu haben, dann würde ihr das Wort zustehen. Ja, hört ihr mich? Ja. Ja, wunderbar. Ja, an Helge Volkert gleich anschließend. Ich würde auch gerne fragen, wie Ihre Haltung zu Modellen der Demokratisierung des Geldwesens sind. Ist also zum Beispiel die Frage des Kredits und die Frage des Gelds als öffentliches Gut, inwiefern da zum Beispiel dann auch man vom Handelsrecht wegkäme zum öffentlichen Recht. Und was mich auch noch interessieren würde, haben Juristen eigentlich, wenn man daran denkt, wie die immer mit welcher Raffinesse und welcher ja auch dann letztendlich kriminellen Energie hier ein Schlupfloch und dort noch eine raffinierte Umgehungsmöglichkeit finden, keinen ethischen Code, eine Art Selbstverpflichtung. Ich finde das fast unerträglich, wie sich dieses ganze Juristenwesen, also in der Finanzindustrie, wirklich gemeingefährlich oder gemeinschädigend äußert und betätigt und da auch kein Widerstand kommt. Wie sehen Sie das als Juristin? Das würde mich interessieren. Ja, also zur ersten Frage. Ich denke, dass eine Art von Trennung zwischen Geld- und Kreditwesen sinnvoll ist. Wie weit das Verwaltungsrecht und auch die Verwaltungsrechtler einschließlich der Gerichte da umgeschult werden müssten und dass auch dieses neu kodiert werden müsste, darüber müsste man im Einzelnen diskutieren. Aber dass die privatrechtliche und kreditmögliche auch Geldschöpfung außer Rand und Band und außer Fugen geraten worden ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und die Frage ist, wie kriegt man das wieder zusammen? Und da gibt es verschiedene Modelle. Eine Sache, die ich auch interessant finde, Sie kennen wahrscheinlich auch Robert Hockett, der in Cornell unterrichtet. Wenn nicht, wäre das auch mal ein interessanter Gesprächspartner vielleicht für Sie, der die Idee hat, dass man digitale Art von Währung in den USA selbst auf städtischer oder staatlicher Ebene schafft. Da darf man das nicht Geld nennen, weil die dürfen kein Geld emittieren, aber man kann es halt etwas anders nennen. Da macht man ähnliche Tricks dann wie die Privatwirtschaft und macht die so modulierbar, dass sie letztendlich zusammen kombiniert werden könnten zu einem föderalen auch Geldsystem, wenn man es nicht von vornherein föderal machen kann. Aber der hat da ganz interessante Ideen, wie man sowas gestalten könnte und da wird, glaube ich, viel gemacht. Und das finde ich sehr produktiv, in die Richtung weiterzudenken. Was die Rolle der Juristen angeht, ich habe einen Chapter in meinem Buch auch, das geht über die Masters of the Code, die Herren des Codes, zu denen gehört es auch Damen. Wie Sie angedeutet haben, ist es durchaus richtig, hat die Bereitschaft der Juristen, sich dem Mandat ihrer Mandanten zu unterwerfen und das zu tun, was für die am besten ist, unabhängig davon, was es für Kosten auf die Allgemeinheit aufwirft, hat sich das enorm verstärkt. Ich glaube, es hat immer schon Unterschiede gegeben, das stelle ich in dem Buch auch dar, zwischen der Anwaltschaft in Kontinentaleuropa und im angelsächsischen Bereich. Im angelsächsischen Bereich gibt es schon viel länger eine unabhängige Anwaltschaft, die meistens für die Kapitaleigner gearbeitet hat und sehr einflussreich war. Und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, werden die Richter aus der Anwaltschaft berufen im Common Law und werden nicht direkt von der Rechtsausbildung aus als Richter ausgebildet, sodass sie schon eine gewisse Affinität zu der Art des mehr kreativeren Rechtsdenkens, was die Anwälte über Jahrzehnte gelernt haben, um ihren Mandanten zu helfen, auch in ihren Richterberuf mit einbeziehen. Und diese Wechselwirkung, glaube ich, dass man diese Rechtsansprüche durchsetzen kann oder dass der Richter nochmal abklopft, was sind denn eigentlich die sozialen und die weiteren Auswirkungen darüber, haben dem angelsächsischen Recht einen relativen Vorteil, wenn man es aus dem Kapitalismus heraus sieht, aber eben ein aggressivere Kodierungsmöglichkeiten gegeben als das anderswo vielleicht so gewesen wäre, wobei natürlich die Ausweitung der anglosächsischen Anwaltspraxis auch in Deutschland und Frankreich auch die alten Traditionen so ein bisschen aufgewirbelt hat insgesamt. Aber das Problem ist eigentlich der Anwalt nicht auch ein Organ der Rechtspflege, wie wir das nennen, oder ist der Anwalt vor allem den Mandanten verpflichtet? Da gibt es schon vom Ansatz her Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen. Und die aggressivere, privatere Variante hat sich durchaus durchgesetzt, ist wesentlich lukrativer und macht die Anwälte auch deutlich reicher. Und das ist Teil des Problems. Sehr klare Worte. Als nächstes hätten wir Stefan, bitte.
Du bist noch stumm geschalten. Jetzt. Das ist leider akustisch kaum zu vernehmen. Ich würde die Frage nochmal hinten anstellen. Wir versuchen es nachher nachzuholen. Und in der Zwischenzeit als nächstes zu Thor, sehr kryptischer Name, übergeben. Ja. Gut, es wäre auch zu glatt gelaufen sonst. Dann ziehen wir nochmal den nächsten Fragenden vor, den ich auch schon sehe, Johannes Priesemann. Ganz herzlichen Dank. Ein hervorragender Vortrag und wunderbare Arbeit. Ich wollte nochmal anknüpfen an die Frage von Professor Huber. Der EuGH hat ein Urteil gesprochen, dass die Kraft des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erheblich unterminiert. Im sogenannten Bargeldprozess, das war eine Vorlagefrage, um Rundfunkgebühren, ob man die bar bezahlen kann. Zugleich drängen Libra, Diem, Kryptowährungen auf den Markt und die Kommission macht einen MiCA-Regulierungsentwurf. Meine Frage an Sie, Frau Professor, wäre, wie die potenzielle Gefahr, dass letztlich die gesamte Hierarchie umstürzen kann und dass die Codemasters und Masterinnen schon darin eine neue Hierarchie schmieden, in denen große private Monopolisten an der Spitze der Hierarchie stehen. Ja, die Gefahr würde ich ernst nehmen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz da, aber als die Facebook die Libra angekündigt haben vor 2 Jahren, habe ich ein relativ aggressives Op-Ed in Project Syndicate reingesetzt und bin dann vom House Financial Services Committee hier als Expert Witnesses vorgestellt worden. Und mein Argument war letztendlich, dass die Libra sich die staatliche Sicherung des Geldwesens zu nutzen macht und als eine Art Freerider darauf ein privates, und zwar eine profitmäßige Währung obendrauf setzt. Und dieses nicht tolerierbar. Ich denke, das ist, und das hat, glaube ich, auch viele verblüfft, wie schnell und wie auch aggressiv die Staaten dagegen vorgegangen sind. Die Diem ist ja eine relativ verkürzte Variante der Libra, hat dann auch noch gleich Probleme wegen des Namens gekriegt und so weiter. Also ob das jetzt kommt, wissen wir nicht. Aber ich würde es nach wie vor trotzdem ernst nehmen. Die Frage, die sich für mich stellt, ob sich das wirklich in der Hierarchie niederschlagen kann, ist die ich versucht habe darzustellen, dass oben an der Hierarchie kann nur jemand sitzen, der selbst unilateral die Zukunft, die künftige Produktivität von Menschen verpflichten kann. Und die Frage, die sich mich dann bei den digitalen Unternehmen, das ist was mir als aufgestoßen ist, was sich bei den digitalen Unternehmen stellt. Man könnte natürlich sagen, wenn das jetzt Facebook wäre, nicht die Libra-Stiftung, die letztendlich hinter der Währung stand, aber tatsächlich stand natürlich Facebook dahinter. Facebook hat 2,5 Milliarden Nutzer weltweit. Besteuert die ja eigentlich de facto, weil sie die Daten abnimmt, ohne dafür zu bezahlen. Das heißt, es hat letztendlich, soweit in dem Umfang, in dem diese Daten monetarisierbar sind, kann Facebook sich hinter eine Währung stellen. So für mich war der eigentliche Frage, könnte es sein, dass Facebook irgendwann sagt, wir gehen von der Reserve der staatlichen Währung weg. Ja, also die staatlichen Währungen haben bei Libra die gleiche Funktion gehabt wie Gold. Für den Dollar und die deutsche Mark im Bretton Woods-System. Die Frage, könnte Libra irgendwann von der staatlichen Währung weg? Und ich glaube, je nachdem, wie viel Macht sie über die eigenen Nutzer hat und in welchem Umfang sie diese Daten monetarisieren könnte, könnte die Antwort darauf ja sein. Und dann entsteht hier eine Art neuer Souveränität aufgrund von privater Macht, über die niemand Kontrolle hat, weil wenn sich die Struktur von Facebook angucken, der Zuckerberg hat 58% der Stimmen kontrolliert er bei dem Unternehmen, den kann keiner feuern, den kann man auch nicht übernehmen, da gibt es keinen Takeover, da gibt es gar nichts. Also ich denke, dass man diese Trends sehr genau unter die Lupe nehmen muss und sehr genau verfolgen muss, weil das ist gefährlich für unsere Demokratie und gefährlich für unsere Wirtschafts- und Finanzsysteme. Ja, wir haben als nächstes jetzt die Frage von Matthias Garscher. So, kann man mich hören? Ja.
Erst einmal vielen Dank für den wunderbaren Vortrag, Frau Pfister. Ich möchte Sie, aber auch Ihre beiden Kollegen Perry Merling und Adam Tooze, die Sie beide sehr gut kennen, für Ihre großartige Arbeit der letzten 10 Jahre gratulieren, weil ich da viel gelernt habe. Vorhin haben Sie gesagt, bei der Finanzkrise wurde der Core, also der Kern der systemrelevanten Elemente im System gerettet und die Peripherie musste klarkommen. Das Gleiche könnte man auch auf das internationale System betrachten. Da hat die Fed ja auch die Core-Zentralbanken geschützt. Und dann gab es die Frage, wieso kommt Brasilien noch dran und Peru nicht? Und das ist hochgradig interessant. Aber eben, weil wir über Libra noch gesprochen haben, das war der erste Teil meiner Frage, wie Sie das bewerten. Und der zweite Teil ist, wie die Chinesen gerade mit ihren Tech-Konzernen umgehen. Also als Alibaba mit Jack Ma versucht hat, dann die mit Ant, haben die auch gemerkt, wie gefährlich das ist und haben das gestoppt. Also wir haben nicht nur in der westlichen Welt mit den großen Konzernen ein Problem, wie wir die regulieren, sondern das gleiche Phänomen ist auch in China irgendwie. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Vergleich, wie beide damit umgehen. Das wären meine zwei Bemerkungen und vielleicht können Sie was dazu sagen. Danke. Ja, zunächst einmal generell aufs internationale System, da haben Sie vollkommen recht und Perry Merling hat dazu auch gearbeitet, unter anderem Artikel geschrieben für das Special Issue, in dem mein Legal Theory of Finance auch rausgekommen ist, wo er letztendlich sagt, in dem internationalen System ist gerade der Dollar ganz oben und dann der Dollar und dann die nächstbesten Währungen. Das kann man auch meistens bei den einfach in den Tabellen absehen, wenn man früher die Financial Times in Papier aufgemacht hat, aber wenn man jetzt nachguckt, da ist der Dollar gegen die wichtigsten Währungen gegeneinander und viele Währungen tauchen gar nicht auf. Die nicht auftauchen, die sind auf der Peripherie und die anderen sind die wichtigeren Währungen. Und wenn man sich anguckt, wo die Swap-Lines, die Ad-Hoc-Swap-Lines gemacht worden sind während der Krise, dann ist es aus amerikanischer Sicht passiert mit den Ländern, die für die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft wichtig waren. Das waren natürlich die Kernländer, die, wie Perry Merling mal gesagt hat, watch the C6, die 6 Zentralbanken, gucken Sie auf die 6 Zentralbanken, nicht auf die G20. Da wird die Musik gemacht. Ne? Und zu den C6 gehörte dann auch Kanada, wobei das von seiner Wirtschaftsstärke nicht dazugehört, aber das lag an dem Governor von der Bank of Canada, der dann Governor der Bank of England geworden ist. Also es sind dann auch Sozialbeziehungen, die eine Rolle spielen. Aber im globalen System ganz klar, man sieht genau die gleichen Hierarchien und solange der US-Dollar ganz oben in der Hierarchie steht, geht es darum, wer hat Zugriff auf den US-Dollar. Und was mich auch wieder umgetrieben habe, als dann 2013 war es, glaube ich, die Zentralbanken selbst, die C6, gesagt haben, dass sie die Swaplines jetzt institutionalisieren. Dass sie die nicht nur auf ad hoc haben, sondern auf Dauer haben. Das heißt im Grunde, dass wir jetzt auch schon alle wissen, welche Unternehmen aus welchen Ländern Zugriff auf Dollar in der nächsten Krise haben werden und welche ihn erst kriegen, wenn die Fed sich dann bemüßigt, ihnen auch eine Swapline zu geben. Der nächste Schritt war natürlich, dass dann viele andere Länder sich eine Swapline mit der Bank of England genommen haben, die an den Dollar kommt. Also man kann das Netzwerk runterfahren, aber man sieht es international. Was China angeht, da gebe ich Ihnen recht, auch China ist immer das Wichtigste, Stabilität. Die kommunistische Partei, die hält sich an der Macht nur, solange es stabil ist. Das Land muss wachsen und es muss stabil bleiben. Und es will natürlich die Kontrolle selbst nicht an jemand anders abgeben. Und hat deswegen mal sehr vorsichtig bei der Finanzindustrie insgesamt geguckt, wie weit sie da gehen will. Und hat aber auch so in dem Muster, das man euch verfolgen kann, seit der 80er, 90er Jahre, immer ein bisschen Freiraum gelassen, geguckt, was passiert. Und dann die Modelle, die funktioniert haben, zentralstaatlich aufs ganze Land übertragen. Und das haben sie mit Provinzen gemacht, mit den regulierten Provinzen. Und ich glaube, die aus der chinesischen Regierungssicht ist das, was die sogenannten Privaten machen, genau das Gleiche. Man gibt dem so ein bisschen freien Zügel, guckt, was Produktives rumkommt. Und die Sachen, die sich am besten zentralstaatlich umsetzen lassen, zur eigenen Machterhaltung, werden dann nationalisiert. Und das sind diesmal die Privaten dran. Okay, wir haben aktuell noch zwei Fragen. Die würde ich mal noch zulassen. Das wäre einmal von Marius als nächstes, bitte. Einfach kurz freischalten. Ja. Nee, leider nicht. Gut, scheint leider nicht zu klappen.
Dann gerne die Frage in den Chat posten. Ich werde sie vorlesen und ich würde dann an Rodrigo Zapata übergeben. Oh, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Pistor. Also ich habe den Eindruck, Kapital ist überhaupt nicht möglich, wenn der Staat nicht dahinter steht. Also von Anfang an kann es gar keinen freien Spiel der Marktkräfte geben. Es geht vor allem darauf, den Staat unter Kontrolle zu bekommen. Deshalb kann der Staat im kapitalistischen System nicht grundsätzlich verändert werden, ohne dass alles in Frage gestellt werden. Was denken Sie dazu, Professor Pistor? Danke. Ja, guter Kommentar. Ich sehe das ähnlich. Ich würde nur den Staat nicht so sehr als eine Personifizierung des Staates darstellen, sondern in meiner Vorstellung ist der Staat halt letztendlich die Rechtsordnung, ist die Institutionalisierung der zentralisierten Zwangsgewalt. Und wie wir sie institutionalisieren, sagt, wer Zugriff drauf hat. Und wir haben im kapitalistischen System halt letztendlich Privaten immer mehr Zugriff auf die staatliche Zwangsgewalt eingeräumt, in allen möglichen Varianten. Das heißt, wenn man diese Institutionalisierung ändert, wenn man praktisch sich einigen besseren Zugriff verschafft, denjenigen, die oft davon ausgeschlossen worden sind, weil sie keine Anwälte haben oder weil sie ihre Rechte nicht als durchsetzfähige Rechte anerkannt werden, auch das könnte man ändern, würde sich das System natürlich ändern. Würden wir es dann immer noch kapitalistisch nennen, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass letztendlich das System, das wir haben, davon abhängt, wie wir letztendlich den Zugriff auf diese Zwangsgewalt, die eine soziale Struktur ist, die wir geschaffen haben, das ist der Inbegriff der Nationalstaaten, die aufgekommen sind, dass wir letztendlich die Zwangsgewalt konsolidiert haben. Wer darauf Zugriff hat, für welche Sachen und unter welchen Bedingungen, ist das wirklich die Kernfrage aus meiner Sicht. Und daraus würden andere Systeme entstehen. Man muss natürlich mal fragen, wie man jetzt von einem System zum anderen kommt, wie man die davon abhält, das weiterzumachen, wie sie es bisher gemacht haben. Das ist noch vielleicht das größere Problem, als sich vorzustellen, wie man es eigentlich ganz anders machen könnte. Dankeschön. Okay, das war zum jetzigen Zeitpunkt mal vorbehaltlich der nicht möglich gestellten Fragen. Erstmal letzte Frage. Ich würde, es ist keine Frage, aber die würde ich trotzdem gerne zitieren von Volker Bär. Großartige Expertin und wichtige Fragen. Großes Lob. Das, denke ich, kann man soweit zusammenfassen. Vielen Dank, Frau Pistor. Ich würde gerne das Wort am Ende noch an Herrn Kawat übergeben und dann Ihnen selbstverständlich als unseren Gast und unsere Expertin das Schlusswort überlassen. Ja, großes Lob auch von mir. Sehr interessanter Vortrag, vielen Dank, auch interessante Diskussion. Ich habe vergessen, noch den Simon Sonnenberg vorzustellen, unseren Mitarbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der hat die ganze Technik organisiert, auch durch die Diskussion geleitet. Vielen Dank, Simon, auch an dich. Ich glaube, die Sache wird aufgezeichnet. Sie werden auf unserer Webseite sehen können. Ich hoffe, wir können auch Ihr Skript auf unsere Webseite stellen, Frau Professor. Das wäre sehr schön. Ja, dann bleibt mir auch allen einen schönen Abend zu wünschen und die Hoffnung, Frau Pistor, dass wir vielleicht auch in fachlichen Kontakt bleiben. Für mich ich habe sehr viel gelernt und auch wie wichtig das Recht ist, gerade bei der internationalen Finanzdiskussion. Ja, es war sehr schön und dann wünsche ich einen schönen Abend. Vielen Dank und bis bald. Ja. Danke auch Ihnen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Fragen.